Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zum neuen YouTube-Video. Heute zum dritten Teil der Videoreihe, nämlich, ihr seht es vielleicht schon so ein bisschen, wir haben ein Hoodie hier am Start und mit dem haben wir einiges vor. Die Lisa habe ich heute mit dabei und die kann vielleicht gleich mal erklären, was wir vorhaben. Ja, also ich bin Lisa, ich mache die TikToks für Pieces und wie ihr vielleicht auf dem TikTok gesehen habt, ich habe da eine Stickerei gemacht auf dem Pulli und das machen wir dann heute für die YouTube-Reihe und ich erkläre euch, wie das Ganze geht. Und auf der Rückseite habe ich vor, unser Logo hier mit Bleiche durchzumalen im Prinzip. Ich hole einen Pinsel, mache das in Bleichmittel rein und male dann einmal unser Logo nach. Bin ich sehr gespannt, ob es klappen wird. Jetzt schauen wir uns aber erstmal die Stickereien von der Lisa an und wie die das Ganze macht. Und da seht ihr jetzt ein paar Einblicke. Unser Design war, dass wir das Logo oder die Farben sozusagen auf diesen Hoodie, auf dieses Nike-Zeichen hier sticken werden. Und wir wollten hier erstmal eine blaue Umrandung mit dieser Farbe und dann mit Pink das Ganze ausfüllen, sodass es halt so ein bisschen aussieht wie das Pieces-Logo. Also im Prinzip, das was hier jetzt grün ist, soll bei uns blau werden und alles Innere soll pink werden. Also alles, was man braucht, ist ein Stickring und das gibt es aus Holz, auch aus anderen, aber Hauptsache ein Stickring. Und dann eine Nadel, am besten große und kleine, aber Hauptsache eine. Und dann solche Embroidery-Fäden. Hier haben wir ein Paket mit so richtig vielen verschiedenen Farben, aber für das Logo brauchen wir erstmal nur blau und pink. Den Link dazu kann ich vielleicht mal in die Beschreibung packen. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Dann fange ich mal direkt an. Und man nimmt die Nadel und ein bisschen was vom Faden. Oh, wir brauchen eine Schere. Also zuerst nimmt man ein bisschen was vom Faden, am besten so eine Ellbogenlänge lang, schneidet es ab und dann ist das hier ganz praktisch. Kannst hier einfach durch dein Nadelloch rein durchmachen, Faden durch, so und dann durchziehen. So dauert es halt nicht ewig. Und dann hier am Ende muss man einen Knoten machen. Am besten einen Doppelknoten. So. Und dann hast du deine Nadel fertig und wir fangen erstmal mit dem Stickring an auf dem Pulli. Dazu nimmst du das mit der Schraube, ja, nach oben und das untere Teil steckst du hier einmal durch den Pulli durch, sodass es in der Mitte, also innen drin ist. So, hier sieht man vielleicht noch, da ist der Ring und in der Mitte das, wo ich drauf stecken will. Das ist im Prinzip nur da, um das Ganze zu spannen. Genau, ohne geht das nicht. Also man kann es natürlich versuchen, aber es ist mega schwer. Dann hier einmal rüber. So. Und so fest spannen wie möglich. Und dann am Ende noch ein bisschen festziehen. Aber Achtung, dass dieser Stickring nicht rausfällt, ist mir schon ewig. Schon ewig noch passiert. Ja. Dann nehme ich meine Nadel. Und immer von unten anfangen, weil wir haben ja hier einen Knoten mit diesem kleinen Faden dran und wir wollen ja nicht, dass es auch draußen irgendwo feststeckt. Also immer von unten und dann kann ich mir eigentlich aussuchen, wo ich anfangen will. Es wird ja eh alles voll gemacht. Ich habe mir jetzt hier den Punkt ausgesucht, stecke ich von unten hoch. Da sieht man die Nadel, hochziehen und hier hinten diesen Knoten festhalten. Wieder hier rein, von unten nehme ich die Nadel entgegen. Durchziehen und am besten immer darauf achten, dass es hier schön fest bleibt. Also nicht irgendwie locker lassen und dann zum nächsten gehen, weil irgendwann kann man es dann nicht mehr festziehen. Und dann irgendwann kommt das Gefühl, dass du dann hier ganz nah an die letzte Naht dort wieder hochstichst. So, kommt die Naht wieder hoch. Dann ziehst du sie durch und machst sie wieder rüber. Und sowas dauert richtig lange, das merkt ihr wahrscheinlich auch gleich, aber ich finde sowas lohnt sich besonders, wenn man irgendeinen coolen Design hat oder sowas, irgendwie zum Geschenk, fürs Geschenk. Ist jetzt auch richtig gut für Weihnachten geeignet. Muss man ja nur ein bisschen Geduld haben, aber es lohnt sich. Also wir sind jetzt hier angelangt, ich bin da jetzt da am Ende. Natürlich muss hier erstmal fertig gemacht werden, aber ich mache da erstmal einen Knoten, damit ich hier wieder anfangen kann. Also drehen wir einfach um. Dann hier sehen wir meine letzte Naht. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber man muss hier einfach mit der Nadel einmal nochmal durch. So ist es sozusagen mehr befestigt, als wenn man einfach nur einen Knoten macht. Und dann noch einmal. Und wenn man das jetzt nochmal sieht, da steckt es jetzt fest. Und dann mache ich jetzt nochmal zwei Knoten rein. Und das ist quasi als Pause dann? Genau. So,
Jetzt ist es fest. Schneide ich ab. So, ihr habt jetzt ein paar Einblicke gesehen, wie das Ganze mit dem Sticken geht. Den Rest wird Lisa daheim sticken, weil das Ganze noch ein bisschen Arbeit braucht und das können wir jetzt nicht hier machen, weil das Feierabend und so weiter und so fort. Da seht ihr morgen das Endergebnis. Jetzt machen wir mal den nächsten Step, nämlich das Ganze auf dem Backprint. Da haben wir ja gesagt, wir wollen unser Logo mit Bleiche da reinmalen. Wir haben jetzt hier eine Schüssel mit Bleichmittel und hier verschiedene Pinsel und zum Teil diese... Und hier so Wattestäbchen. Wie ihr Sachen bleicht, generell, dazu haben wir schon verschiedene Videos gemacht, zum Beispiel das letzte Harley-Shirt-Video. Das blende ich euch einfach ein, da könnt ihr auch immer noch ein Harley-Shirt, das da rauskam, gewinnen. Jetzt zeigen wir euch erstmal, was wir hier vorhaben. So, wir haben jetzt, wie ihr seht, hier einmal eine Schablone uns ausgedruckt. Die habe ich vorhin ausgeschnitten, habe einfach unser Logo auf dem DIN A4-Blatt ausgedruckt und das Ganze dann mit einem Cuttermesser ausgeschnitten. Und ja, hier nehmen wir dann den Pinsel und machen unser Logo nach. Und wenn man das nicht mit Schablone machen will, also gell, frei Handzeichnen, kann man auch entweder einen Stift nehmen oder halt, wir haben hier so eine Kreide und dann kann man das ja auch vorzeichnen, muss man sich halt selber ein bisschen mehr vertrauen und dann danach zeichnen. Also ich für meinen Teil mach's lieber mit der Schablone. Pinsel, Bleiche hier drin und ich gehe jetzt einfach mal die Schablone nach. So, wir machen jetzt erstmal die Outlines hier. Ihr seht, das P ist schon so ein bisschen da. Die Details kommen danach. Erstmal die großen Flächen. Das S ist gar nicht so leicht. Ihr seht auch direkt das Ergebnis dazu. Also es verfärbt sich, wie ihr wisst, sehr, sehr schnell. Und das ist eigentlich ganz geil. Da hat man direkt den Beweis, ob es gut aussieht, ob es klappt oder eben nicht. Jetzt hat Lisa gesagt, sie macht den Rest mal freie Hand. Ich glaube, für die Outlines ist die Schablone schon ganz gut. Man sieht die einige Ansätze. Keine Angst, diese Kreide geht wieder beim Waschen weg. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ansonsten kommen jetzt die Details. So, ich würde sagen, die Lisa hat die Details fertig gemacht. Die Lisa, ich bin da nicht so gut drin. Schauen wir uns das Endergebnis doch mal an, das halbe Endergebnis. Wir haben hier einmal, ich finde, das ist sehr nice geworden, einmal unser Logo mit Bleiche gemalt. Auf der Vorderseite natürlich noch sehr wenig. Wie gesagt, da seht ihr im nächsten Cut das Endergebnis, das wird die Lisa daheim noch fertig machen. Und ansonsten, jetzt schon mal, ich sag's dazu, ihr könnt den Pulli natürlich wieder gewinnen. Dazu müsst ihr nur euren Instagram-Namen in die Beschreibung schreiben. Abonnent sein und dann macht ihr mit. Das Ganze wird wieder Ende Dezember, Anfang Januar ausgelost. Genau, wir werden außerdem auch an Weihnachten einen richtig kranken Drop machen. Wir haben gesagt, es ist Weihnachten, wir machen dann keinen normalen Drop, sondern wir bringen nur 20 Special Sachen raus und auf die 20 Special Sachen kommen nochmal extra Special Sachen drauf. Nämlich hat Elisa auch kranke Customs gemacht. Ich weiß nicht, ob wir die bis dahin schon geshootet haben. Vielleicht kann ich ein paar Bilder einblenden. Lasst euch da überraschen, da sind richtig kranke Sachen dabei. Zum Teil gemalte Anime-Figuren. Dann auch diese Pullis, wo zwei Pullis miteinander kombiniert wurden. Genau. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das wird am 24. sein. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Take wieder, wenn dann der Pulli fertig ist. So, Freunde, nächster Tag. Nächste Szene, der Pulli ist jetzt komplett fertig, aber zuallererst noch die kurze Note, ich habe ja schon angesprochen, an Weihnachten haben wir so einen kleinen Special Drop und habe die Pullis so angeteasert. Wir haben jetzt drei Beispiele mitgebracht. Ja, das sind zum Beispiel zwei unterschiedliche Pullis, wie man sieht. Vorne hat diese graue und hinten, ja doch, vorne und hinten hat dieser graue ein Graphic und dann habe ich das einfach in die Mitte gemacht und nochmal neu zusammengenäht. Davon gibt es sozusagen zwei, weil hier ist quasi das Pendant mit genau den anderen Seiten. Hat alles die Lisa gemacht, hat sie richtig coole Arbeit gemacht, wie ich finde. Eigentlich genau dasselbe, nur halt mit drei anderen Pullis. Das ist, ja, sieht man hier ein weißes, ein blaues und dann noch ein dunkelblaues. Und davon gibt es noch drei andere Versionen, die nicht gecroppt sind. Genau. Also schaut da gerne mal rein, wenn ihr auf sowas steht. Ist natürlich nicht was für jeden Mann oder jede Frau, aber ist, finde ich, echt cool. Jetzt kommen wir zu unserem Pulli. Die Lisa hat Arbeit geleistet und hat das komplette Logo fertig gemacht. Du darfst es auch mal zeigen. Also wir haben ja schon erklärt, wie es eigentlich aussehen soll, aber wie gesagt, hier habe ich einfach eine blaue Umrandung und
diese pinke Innenausstattung. Innenausstattung, innen ausgefiltert einfach, ja. Ich finde, es sieht eigentlich ganz nice aus. Ich denke, man erkennt auf jeden Fall, dass unsere Farben sind. Ja, auf jeden Fall, das sind die am nächsten dran sind. Und dann hier hinten nochmal das Bleach. Ist jetzt noch ein bisschen heller geworden gegenüber von gestern. Wir haben leider auch ein bisschen gefällt. Man sieht, hier sind noch so ein paar kleine Bleach-Flecken. Waren wir nicht perfekt, aber ich glaube, auf so einem Piece ist es gar nicht so schlimm. Das kann auch cool gewollt sein und sowas. Ja, besonders, ich finde auch so dunkelblau, wenn man das bleacht, dann wird das nochmal ein bisschen pinker und das passt ja auch dann. Sehr gut zu unseren Farben. Genau, also, wie gesagt, ihr könnt diesen Pulli gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, Abonnent sein, euren Instagram-Namen in die Kommentare schreiben. Ansonsten an Weihnachten am 24. um 18 Uhr am Start sein. Und ja, ich glaube, hierzu muss man nicht mehr viel sagen. Danke fürs Zuschauen. Danke auch an Lisa. Gerne. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte. Genau. Und wir sehen uns im nächsten Video, nächsten Samstag. Bis dahin. Ciao, ciao. Und schöne Weihnachten.